Medizin, wenn man mit dem Bus fährt, Computerspiele und so weiter. Also Software ist überall in unserem Leben präsent. Die Informatik ist eine Wissenschaft, die sich damit befasst, Informationen systematisch zu verarbeiten, zu speichern und sich mit Lösungswegen für Probleme zu befassen. Wenn Sie gerne knobeln, gerne Sudokus lösen oder Ähnliches, das passt alles ganz gut dazu. Also denken wollen und abstrakt denken wollen, das ist das Wichtigste. Konkretes Vorwissen braucht man nicht unbedingt. Das kriegen wir in den ersten Semestern. Grundsätzlich lohnt es sich natürlich, wenn man sich interessiert für Technologien, wenn man die Zukunft mitgestalten will. Informatik ist keine Wissenschaft für Einzelne. Das sind alles Teams, in denen man arbeitet. Zum einen haben wir ein sehr gutes Betreuungsverhältnis. Das ist ein Vorteil, weil wir dann sehr individuell auf Studierende eingehen können. Was ich halt an der Uni Trier so gut finde, ist, dass man die Möglichkeit hat, viele Fächer miteinander zu kombinieren. Also man hat die Möglichkeit, jetzt hier beispielsweise auf mich bezogen Informatik und Soziologie zu nehmen, also Informatik in dem Fall im Hauptfach und Soziologie im Nebenfach. Für mich ist wichtig in der Lehre, dass eine Veranstaltung wie eine Vorlesung auch mit einem praktischen Anteil, mit einer Art Praktikum verknüpft ist. Das heißt, in der Virtuality-Vorlesung geht es darum, auch ein konkretes VR-System zu entwickeln. Beispielsweise mit einem Arduino oder Raspberry Pi oder ähnlichen Geräten einfach selber etwas aufzubauen, sich ein Projekt zu überlegen und das dann auf die Beine zu stellen, entweder alleine oder in einer Gruppe. Generell sind die Berufsaussichten für Informatiker sehr gut. Also es ist, unsere Absolventen haben keinerlei Probleme, Stellen zu finden. Man hat beispielsweise Informatiker im Finanzwesen, man hat die in der Regierung, man hat sie in den Schulen, man hat sie eben in sämtlichen Naturwissenschaften, man hat sie heutzutage in der Wissenschaft generell. Also wenn man später mal in die Wissenschaft will, dann braucht man Informatikgrundkenntnisse. Am meisten gefällt mir am Informatikstudium tatsächlich das Programmieren. Also auch wenn es teilweise anstrengend ist oder sogar das Anstrengendste, finde ich das Programmieren trotzdem irgendwie am spannendsten, weil es eben so vielseitig ist, weil man mit so vielen verschiedenen Tools verschiedene Dinge programmieren kann. Mich fasziniert die Informatik, weil sie sehr zukunftsorientiert ist. Also egal, was man heutzutage macht in der Zukunft, kann man Dinge mitgestalten, wenn man in der Informatik aktiv ist. Und das ist das, was mich wirklich interessiert.